Hi, ich begrüße euch. Ich habe mich extra rasiert heute für euch. Oder auch nicht. Ich möchte nämlich ein Tool vorstellen, mit dem solche Effekte möglich sind. Ihr seht schon mein Gesicht oben. Ah ja, jetzt wird es sogar noch ein bisschen gelb, wenn ich so mache. Ah ja, man sieht, mein Bart ist doch noch da. Ich habe als Eingangsquelle habe ich Snap Camera gewählt. Das ist jetzt eine Zoom-Sitzung. Diese Eingangsquellen kann ich bei jedem Videokonferenz-Tool wählen, also auch wenn ich Teams benutze, auch wenn ich Jitsi Meet benutze, wenn ich BigBlueButton benutze. Die Programme Camo, das habe ich auch installiert. Jetzt seht ihr, wie es aussieht, wenn ich Camo benutze. Das ist mein Smartphone hier, das ich mit dem Ringlicht, das mache ich jetzt auch noch an, das habe ich nämlich vergessen. Super, blendet ein bisschen. Also Ringlicht an. Wenn ich jetzt hier in mein Smartphone schaue, dann wird das mit Camo übertragen. Und wenn ich Snap Camera verwende, dann wird es mit Snap Camera übertragen. Und wenn ich jetzt hier auf FaceTime HD gehe, dann wird es mit meiner Laptop-Kamera übertragen. Jetzt, was ist dieses Snap Camera? Das möchte ich in diesem Video ganz kurz vorstellen. Also, es ist ein Programm, das ihr runterladen müsst, installieren müsst. Es ist von Snapchat. Es sind eigentlich die Snapchat-Filter, die es gibt, die man sich so auf den Rechner holen kann. Und wenn man das installiert hat, sieht es so aus. Jetzt braucht es vielleicht ein bisschen Geduld, weil mein Rechner da mehrere sehr intensive Prozesse am Laufen hat und ich einen neuen bestellt habe, der dann noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher hat, wo das dann noch flüssiger laufen sollte. Also jetzt seht ihr, ich habe diesen Remove Beard Filter gewählt. Was ich auch wählen könnte, wäre ein Anime-Filter. Jetzt dauert es einen Moment. Jetzt sehe ich aus wie eine Anime-Figur aus einem japanischen Film und ich gehe zurück zu Zoom und wie sehe ich hier aus? Genau, auch so wie eine Anime-Figur. Ich habe den Filter oder diese Snap-Camera-Geschichte bei Dean aufgeschnappt, der mir das gezeigt hat und was er benutzt hat, als ich das erste Mal gesehen habe, ist dieser Wind from Home Cat on Head Filter, was natürlich auch ein super Effekt ist. Also ihr seht da, hallo, sagt mal hallo zu meiner Katze auf dem Kopf und ich gehe zurück zu Zoom. Die Katze ist auf meinem Kopf, wenn ich hier Snap Camera benutze. Die wedelt sogar ein bisschen mit dem Schwanz, der geht es ganz gut auf meinem Kopf, sind auch ganz schöne Haare, die ich da habe. Jetzt seht ihr, das ist natürlich eine Spielerei und was keine Spielerei ist, jetzt hier bei diesem Wind from Home, wenn man dann nach unten geht, dann habe ich hier Hintergrundmöglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel mal dieses Aurora wählen. Jetzt warten wir kurz und ihr seht, hinter mir ist einfach so diese beruhigende Berglandschaft. Wenn ich jetzt da zurückgehe zu Zoom, das sieht jetzt ganz okay aus. Ein bisschen unscharf berechnet. Der Hintergrund ist zu lebendig. Also ich müsste das vor einer weißen Wand machen, nicht vor meinem Bücherregal. Dann wäre das wirklich super. Und so kann ich eigentlich mit diesem Snap Camera in jeder Videokonferenzumgebung meinen Hintergrund ausblenden. Das ist sehr praktisch zu wissen, weil Zoom bietet das standardmäßig an und Teams bietet es mittlerweile auch an, aber BigBlueButton bietet es nicht immer an oder gar nicht. Jitsi Meet bietet das nicht an. Und so kann ich das eigentlich auf meinem Rechner mit diesem Snap Camera den Hintergrund schön machen und mir das so einrichten. Also es müsste ein weißer Hintergrund sein, dann geht es viel besser. Ringlicht und Snap Camera und dann kann man sich das ganz schön einrichten. Ich zeige zum Schluss noch ein letztes lustiges Beispiel. Also es gibt dann wirklich die, die auch sehr absurd sind. Mal kurz schauen. Wenn ihr seht, dass es jetzt hier diese, also das finde ich jetzt auch, wäre sehr beruhigend für eine Videokonferenz, gerade so vor Weihnachtsstimmung, da lässt sich dann wirklich viel auch mit Lametta und so machen. Ich denke, das wirkt ganz überzeugend. Meine Augen sind auch, die treten noch ein bisschen besser hervor. Ich denke, so belasse ich es dann auch und lade euch ein, das mal auszuprobieren. Also wie gesagt, die Filter sind in Snapchat schon drin, von da kennt man sie und mit Snap Camera kann ich mir die auf den Rechner holen und eigentlich diesen Kameraeingang hier erweitern, dass ich mehrere Möglichkeiten habe,
um die Kamera in diesen Videokonferenz-Settings anzusteuern. Das wollte ich euch heute zeigen. Die Links zu Snap Camera findet ihr unten. Auf Fragen freue ich mich immer, und weil ich jetzt wieder öfter diese Digifernunterricht-Videos mache, freue ich mich auch auf Anregungen oder auf Wünsche, die ihr habt. Wenn ihr findet, ja, das wäre mal interessant zu hören, was Philipp dazu denkt, dann lasst es mich wissen und ich mache gern ein Video dazu. Danke wieder mal fürs Zuschauen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.